Ich hab die lang schon nicht mehr gesehen. Genauso hat es Heinlein gesungen, natürlich viel schöner als meine Wenigkeit. Aber so geht es mir mit dem DS7 Crossback. Ich habe ihn 2018 euch schon mal genauer vorgestellt. Heute steht er hier an einer Ladesäule, bedeutet, es gibt was Elektrisches unter der Haube. Und genauso ist es, wir haben einen Plug-in-Hybriden mit einer 13,2 Kilowattstunden Batterie unter der Haube, kombiniert mit einem 1,6 Liter Turbobenziner. Und zusammen ergibt das 300 PS Systemleistung in einem sehr schön verpackten SUV. Was das heute gibt, das werden wir uns anschauen, denn wir schauen uns den DS7 Crossback heute mal ein wenig genauer an und schauen ihm so ein bisschen unter sein Blechkleid, was denn da tatsächlich alles vonstatten geht und ob uns das wirklich einen Vorteil bringt oder ob wir doch wieder bei dem Diesel am Schluss hängen bleiben, den ich tatsächlich euch schon vorgestellt hatte. Das Video findet ihr übrigens oben rechts. Jetzt aber Kanal abonnieren, liken, kommentieren nicht vergessen. Und dann würde ich mal sagen, starten wir mit dem DS7 Crossback E-Tense 4x4. Viel Spaß! Wer unterwegs mit dem DS7 Crossback ist, fällt auf wie ein bunter Hund. Das Außendesign ist wirklich sehr extravagant, sehr schön auch zugleich, denn die Front mit dem riesigen Kühlergrill, dem DS-Logo, dann haben wir diese Tagfahrlichter, wie dieses Sechs-Augen-Gesicht am Heck, diese zugekniffenen LED-Rückleuchter, wo nur noch so diese Kacheln rausschauen, fast schon ein bisschen wie ein Konzept-Car daherkommt. Im Innenraum haben wir mit der DS Performance Line ein wirklich fein gemachtes Interieur, sauber verarbeitet, tolle Materialien, die Mikrofaserstoffe, die hier verbaut sind, die unterschiedlichen Ziernähte von den Farben her, ganz, ganz fein gemacht, wirklich sehr schön. Also da haben sie sich tatsächlich von dem Baukasten, den sie nutzen, dem EMP2-Plattform, deutlich abgehoben gegenüber einem C5 Aircross etwa. Video findet ihr oben rechts. Da hat man sich deutlich von abgesetzt, auch beim Fahrwerk. Der C5, der das sehr komfortable Fahrzeug sein sollte eigentlich, ist nicht ansatzweise so komfortabel wie der DS7 mit seinem adaptiven Fahrwerk, was über Kameras den Straßenbedingungen vor ihm abscannt und die Federung darauf anpasst. Das ist schon wirklich fein und genau hier versteht sich der DS7 Crossback als ja, Verwöhntherapie schon fast. Sauber ansprechend, super komfortabel, nichts mit Härte. Nicht umsonst setzt der französische Präsident auf dieses Fahrzeug als Chauffeursfahrzeug, denn die Platzverhältnisse sind auch vorzüglich. Da haben wir unter anderem jede Menge Beinfreiheit, Kopffreiheit. Wir haben eine elektrische Lehnenverstellung. Wir haben einen großen Kofferraum, wo auch ein Kinderwagen problemlos reinpasst. Super bequeme, schöne Ledersessel, auf denen ich hier sitze, mit schöner Musterung. Wir haben einen beheizten Sitz, wir haben eine Sitzlüftung, elektrisch verstellbar, Lordosenstütze und Massagefunktion. Alles, was man sich nur wünscht und wirklich toll. Das Fahrwerk oder das Fahrzeug hier einfach nur dem Premium-Gedanken sehr nahe kommt. Und da möchte DS auch hin. Und mit dem Antrieb haben wir dann einen 1,6 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der 225 PS schon im DS7 Crossback leistet. Kombiniert hier mit zwei E-Motoren, einer vorne an der Vorderachse beim Getriebe integriert und einer an der Hinterachse.
So entscheidet sich das Fahrzeug auch immer, entweder er fährt mit Hinterradantrieb oder mit Vorderradantrieb, oder ihr könnt es über die einzelnen Modi auch ihm direkt vorgeben, dass er nur mit Allradantrieb unterwegs sein wollt. Das Fahrzeug fährt immer elektrisch los. Die elektrische Reichweite mit der 13,2 Kilowattstunden leistenden Batterie steht für 45 Kilometer rein elektrisch auf alle Fälle zur Verfügung. Das ist ganz gut. Die Ladezeit, da würde ich mir etwas Schnelleres wünschen. An der Schuko-Steckdose 7 Stunden aufladen. An der Wallbox sind es knapp 3 Stunden. Und wenn ihr einen schnelleren Lader mit 7,2 kW findet, dann braucht ihr 1 Stunde 45. Bei mir hat er komischerweise wirklich nur mit 4,6 Kilowatt geladen. Ja, ist, finde ich, ein bisschen schade, vor allem, weil man dann wirklich 3 Stunden hier einfach an der Ladesäule steht. Das könnte besser gehen, wenn man dann auch einen schnelleren Anschluss hat. Ich würde mir 11 kW würde ich mir wünschen, das wäre toll, oder eben CCS, das wäre der Traum. Beim Verbrauch, da darf man ja auch träumen. DS gibt hier einen schönen Verbrauch an, den man in der Praxis durchaus schafft, allerdings in einem komischen, in umgekehrter Weise. Ich verbrauchte weniger Strom als angegeben, dafür aber mehr Benzin. Das ganze Video findet ihr auf der Verbrauchsfahrt hier auf dem Kanal. Da haben wir jetzt auch ganz neu, jedes Fahrzeug schicken wir jetzt mal auf eine Verbrauchsfahrt, und zwar immer auf eine gleiche Route oder zumindest ähnlich gelagerte Route. Schaut mal da oben rechts in die Beschreibung rein, da findet ihr das Video zum DS7 Crossback auf der Verbrauchsfahrt. Eingangs war es lang schon nimmer gesehen von Heindling, und mal schauen, wie lange wir uns nicht mehr sehen, der DS7 Crossback und meine Wenigkeit. Mir hat er extrem viel Spaß gemacht. Ich finde dieses Hybridkonzept von Plug-in-Hybriden mittlerweile doch durchaus sinnvoll, aber es muss sichergestellt sein, dass das Laden schneller geht, oder aber ihr habt wirklich eine Steckdose zu Hause, wo ihr das die ganze Zeit über Nacht laden könnt. Denn ansonsten die 300 PS, na ja klar, damit marschiert er ordentlich voran, ist aber, glaube ich, auch nicht das, was man so als Kunde wirklich von dem Wagen jetzt haben möchte. Es muss kein Performance sein, sondern es reicht einfach wirklich diese rein elektrische Reichweite, die man haben will. Das super komfortable Fahrwerk, was hier drin ist, was ich ohne Ende liebe. Und das Design, was so extravagant ist, dass es auch wirklich polarisiert. Und mir gefällt es unheimlich gut, dieses Finish, diese Details, die hier verarbeitet wurden. Da sind dann 60.790 Euro, so wie er hier steht, als Performance Line. Sicherlich auch noch rechtfertigbar. 6.000 Euro Förderung gibt es jetzt für einen Plug-in-Hybriden. Das gibt dann also auch noch mal einen kleinen Schwungpreis nach unten. Jetzt ist die große Frage, beim Verbrauch haben wir ja gehabt, 4 Liter, die Verbrauchsfahrt findet ihr auch oben rechts zum DS7 Crossback E-Tense. Was sagt ihr zum Fahrzeug? Wie gefällt er euch? Würdet ihr ihn euch zulegen? Was sagt ihr zu Plug-in-Hybriden? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Lasst uns diskutieren. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Video zu liken. Und ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.